schon einige Truhen stehen lassen müssen, deswegen. Ich blöd, dass das nicht so wie bei Gothic 1 einfach. Links, rechts, auswendig lernen und zack, hast du es offen. Das war schön. Dann müssen wir auf jeden Fall Mitglied der Stadtwache werden. Mit Zeit. Ich möchte ein Pferd haben. Oder am besten ein Flugreittier. Ich habe was anderes gehört. Das ist mal wieder typisch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das darf so, wir müssen noch den einen Typen einbuchten. Schlimme Zeiten sind das. Das weiß doch inzwischen jeder. Wer sagt denn sowas? Wo ist denn unser Paladin? Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nagur hat Baltams Boten getötet. Er wollte mich als neuen Boten benutzen, um sich die Lieferung von Akil abzugreifen. Dieser Kerl wird seine gerechte Strafe bekommen. Ich werde ihn sofort einsperren lassen. Hier, nimm das Kopfgeld, das dir zusteht. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Mag sein, aber du... Ja. Das machen wir noch. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden. Kann ich mal mit Dinges reden hier? Patras? Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Gut. Das hätten wir. Sieht es mit Erfahrung aus? Geht halt nur schleppend voran.
So, und uns ist, glaube ich, jemand schlecht, ne? Aufregt. Von mir erfährt keiner was. Rudel. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wird sich das bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Warum hört ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Nicht, warum wenn keiner so der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Das habe ich noch gar nicht aber... gewusst. An dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Auf die falschen gut, die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Harald hält dich für einen guten Mann. Torben wird dir seine Zustimmung nur mit dem Segen der Götter geben. Konstantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Du kannst jederzeit bei mir anfangen, wenn du jetzt willst. Dir doch nichts Neues. Es war genau so, ich bin wie dabei. Du, du wirst es nicht bereuen. Ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Ganz einfach. Bring mir so viele Fälle, wie du kriegen kannst. Ich zahle dir dafür einen besseren Preis, als du bei jedem anderen Händler bekommst. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich. Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Nicht darauf gekommen. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Ah, das anders gemacht. Sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Er muss das ja besser. Das war ja gut. Zeig mir deine Ware. Davon lass ich lieber die Finger. Mal 500. Das ist doch alles nur Gerede. Ledergürtel? Davon lasse ich lieber die Finger. Er muss das ja besser wissen. Ist gar nichts, ne? Doch, da. Davon lasse ich lieber die Finger. Meinst du, mir geht es besser? So, dann kommen wir jetzt Mitglied der Miliz werden. Okay. Da reagiert er gar nicht drauf. Hey, du! Ich weiß nicht, ob ich da wieder Pflanzen wirklich machen soll. Dann gebe ich ihm Feldknöter. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann bei ihm wieder zurückkaufen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich muss noch meine Dinge machen. Schlösser knacken. Nicht vergessen. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst. Verstehe. Reine Lebensenergie. Sei schon ein mächtiger Trunk. Wenn du Wissen über die Ziere der Heilung erforderlich. Alchemie, ja gut, das war halt jetzt nicht lernen. Ja, das wird Schlösser knacken, ne? Ja. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast mir die 100 Goldstücke gebracht. Das war sehr anständig von dir. Ich schäme mich fast dafür, aber ich muss noch mehr von dir verlangen. Wenn ich Lema nicht bald seine Schulden zurückzahlen kann, schickt er mir seine Schläger auf den Hals. Gib mir noch 100 Goldstücke und ich werde dich unterrichten. Gut, hier sind die 100 Goldstücke. Dann können wir anfangen, sobald du bereit bist. Na, 10 brauche ich dafür. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nicht nützen. Die Dietrich habe ich einen. 13, das sollte erstmal reichen. Das ist normal. So, Fälle hier. Tafel. Okay, das scheint dir nicht zu interessieren. Ich wäre mir da nicht so sicher.
Aber Gold habe ich heute. Ist das wirklich da? Man muss schon mit anfangen. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren. So, ich will jetzt Milizionär werden. Gib mir eine bessere Rüstung. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Dann bist du also Bürger von Korinis? Jo. Bospa der Burgner hat mich als sein Lehrling aufgenommen. Dann verstehst du also was vom Wildnisleben. Das ist gut, denn es gibt bei der Miliz nicht nur Aufgaben innerhalb der Stadtmauern. Wir können auch Leute, die sich in der Wildnis auskennen, gut gebrauchen. Und der Bogner ist ein angesehener Mann in der Stadt. Wenn er sich für dich verbirgt, steht deiner Aufnahme bei der Miliz nichts mehr im Wege. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst, aber deine Entscheidung wird endgültig sein. Wenn du einmal die Rüstung der Miliz trägst, kannst du sie nicht einfach ausziehen und gehörst nicht mehr dazu. Bist du bereit, mit uns gemeinsam für Innos und den König zu kämpfen? Ja. Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Hier hast du deine Rüstung. Trage sie mit Stolz und Würde. Kann ich jetzt endlich zu Lord Hagen? Du stehst jetzt im Dienst der Paladine. Sie werden dich vorlassen. Aber du solltest ihm besser etwas sehr Wichtiges zu sagen haben. Keine Angst, das habe ich. Denk daran, dass du vor den obersten Paladin trittst. Benimm dich entsprechend. Du vertrittst jetzt nicht nur dich, sondern die gesamte Miliz. Bekomme ich auch eine Waffe? Natürlich. Peck kümmert sich für gewöhnlich darum. Dabei fällt mir ein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Finde heraus, wo er steckt und bring ihn her. Dann soll er dir eine Waffe geben. Und wenn du schlafen willst, dann kannst du dich in eins der freien Betten in der Schlafbaracke legen. Hey, ich rede mit dir. Hast du eine Aufgabe für mich? In letzter Zeit nimmt der Verkauf von Sumpfkraut in der Stadt zu. Wir können es uns nicht leisten, dass sich das Zeug verbreitet. Sonst fangen hier alle noch an zu rauchen und sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, geschweige denn eine Waffe zu halten. Vor allem jetzt, da die Gefahr durch einen möglichen Angriff der Orks oder Söldner besteht. Ich vermute, dass die Söldner dahinter stecken. Ich wette, sie bringen das Zeug in die Stadt. Was ist zu tun? Mortis, einer unserer Männer, hat in der Hafenkneipe aufgeschnappt, dass irgendwo am Hafen ein Paket mit Sumpfkraut angekommen ist. Sieh dich dort mal um und bringe mir das Paket. Wegen dem Paket? Hast du es gefunden? Bisher noch nicht. Erzählst du mir jetzt, warum ihr Paladine nach Korinis gekommen seid? Du gehörst jetzt zur Stadtwache. Also bist auch du den Paladinen unterstellt. Jetzt kann ich dich ins Vertrauen ziehen. Wir kommen im Auftrag von König Roba. Durch den Fall der Barriere sind die Erzlieferungen ausgeblieben. Deshalb holen wir uns das Erz und bringen es zum Festland. Mit dem Erz werden wir neue Waffen schmieden und die Orks zurückschlagen. Was ist mit den vermissten Leuten? Was soll damit sein? Wollen wir nicht versuchen, sie zu finden? Ich habe von Lord Hagen den Befehl erhalten, die Stadt und die umliegenden Höfe zu schützen. Das bedeutet, wir werden uns um die Leute kümmern, die noch hier sind. Die Miliz patrouilliert nachts auf den Straßen. Mehr kann ich nicht tun. Und du wirst dich um die Aufgaben kümmern, die ich dir gebe. Verstanden? Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Erfülle deine Aufträge. Okay, Schubaufstieg habe ich nicht. Das klang gerade eben schon so, wenn ich schon gewundert habe. Mit den 400 Erfahrungspunkten. So, wo kriege ich jetzt noch eine bessere Rüstung her? Was willst du hier? Ich will zu den Gefangenen. Alles klar, Kollege. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Das hier ist die Kaserne. Wo willst du hin? Okay. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte.
Okay, anscheinend lernen wir hier nichts. Ist ja gar keiner. Hört ihr Bewohner von Korinis? Ich habe dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Wir sprechen uns noch. Jetzt verpiss dich. Ich will mich ausruhen. Du hast mich verraten. Das war ein großer Fehler. Jetzt verpiss dich. Du hast mich verraten. Das war ein großer Fehler. Jetzt verpiss dich. Sollte ich mal gucken, ob ich ihn besiegen kann. Der hat eine Waffe. Hallo, können doch nicht einen Gefangenen mit einer Waffe hier reinstecken. Kollegin, helf mir doch mal hier. Wir haben einen Gefangenen hier mit einer Waffe. Das ist vorhin sehr gefährlich. Verdammt, ich hätte gedacht, der hätte irgendwie irgendwas Interessantes dabei. Hätte jetzt gerne 85 Stärke, ne? Das nächste Mal werden wir ja sehen. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Na, verdammt. Ich hätte jetzt gehofft, ich würde irgendwas aus ihm rauskriegen. Lord André hat dich also aufgenommen. Ich erwarte von dir, dass du regelmäßig herkommst und trainierst. Ruger wird dich an der Armbrust ausbilden und Mortis wird dir helfen, deine Stärke zu steigern. Aber das Wichtigste ist, dass du lernst, vernünftig mit deinem Schwert umzugehen. Ich werde schon noch einen guten Kämpfer aus dir machen. Lass uns mit dem Training beginnen. Okay, machen wir jetzt nicht. Oh, guck mal, hier muss ich was mitnehmen. Gehört jetzt dazu. Auf den Teller sind die Namen Una und Maria eingraviert. Turmschlüssel. Nichts Interessantes. Oh, rustiges Schwert. Deswegen machen wir jetzt kein Interesse. Das war aber lauter Blitz.